Was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ihr seht es gerade. Ich halte, oder beziehungsweise der gute Adler hier, hält eine Vanguard-Waffe in der Hand. Wie zur Hölle? Gestern gab es einen Überraschungsdrop. Es wurden nämlich zwei Waffen hinzugefügt von Vanguard, nämlich das Sturmgewehr 44 und die M1 Garand. Beziehungsweise man kann jetzt über den Battle Pass jeweils zwei Blueprints für eine Waffe erspielen und ja, man kann diesen Blueprint spielen, aber ihn halt nicht verändern, aber man kann die Waffe leveln, was zumindest dahingegen schon mal cool ist. Und jo, ist hier kein richtiges Video mit krankem Battle Royale Gameplay, einfach nur weil ich im Grunde genommen nur jeweils einen Blueprint habe. Die anderen beiden muss ich noch erspielen, da bin ich noch nicht mit dem Battle Pass soweit. Und ja, also ganz kurz eine Runde Payload und dann zwei Runden Warzone, die eigentlich sich weniger um diese Waffen drehen, sondern vielmehr darüber, wie asozial Warzone eigentlich in letzter Zeit für mich ist und beziehungsweise zu mir ist. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da und bis zum nächsten Video. Also bis später, wenn ich die Ausmoderation mache. Ja. Ciao! Ja, es gibt ja zwei Varianten. Ich habe leider nur die eine. Eigentlich könnte ich auch mit wenig Gameplay auch die andere bekommen. Aber da ein gewisses Spiel mir meinen Vorbesteller-Bonus nicht geben will. Das war übrigens krank. Und ich meine 10 Gratis-Tier-Skips nicht bekomme. Ja. Warum auf mich? Alles klar, ich weiß halt. Sich um die Leute kümmern. Ja, die eine Variante ist eher für den Nahkampf und die andere etwas mehr für den Fernkampf geeignet bei dem Sturmgewehr. Man muss aber auch grundsätzlich sagen, ich will den haben. Natürlich. Man muss auch ehrlich sagen, tatsächlich, den holen wir jetzt ganz einfach, ganz kurz. Der virtuelle Recoil, ah natürlich habe ich nicht genug Kohle. Der virtuelle Recoil, also der visuelle Recoil eher gesagt, ist halt bei Waffen so hart. Wir haben eigentlich nicht viel Recoil, aber ja. Sieht halt so aus, als würde diese Waffe ganz schnell am anderen Ende des Bildschirms sein. Ich bin blank. Und da war noch einer. Super. Gott. Ja, diese Leute hier in diesem Modus sind halt next level weird, ey. Und mein Teammate stand dahinter und hat zugesehen. Geil. Junge, was bist du für ein Freak eigentlich? Natürlich. Na gut, dann holen wir halt die Freaks da oben. Junge, diese Drecks-Hitbox!
Und es geht wieder zurück. Wir sind sogar besser als die Himmelheiten. Ja. Ach Gott. Ich würde sagen, ich probiere mein Glück in der Warzone. Also, ich bin zwar nicht besonders confident, aber vielleicht gibt mir das Spiel mal eine Runde, in denen es nicht die ganze Zeit heißt, wer kann am härtesten auf Joking Ace einboxen. Ja, also, wir versuchen's. Bis gleich. Ciao! Ich hab gedrückt, Junge. Alter, diese Drecksregistration, immer wenn es um dieses Ding geht, ey. Du drückst, es passiert nichts. Denkt sich, nö, nö, nö. Er ist mein Bounty sogar. Junge, warum? Junge, was sind das für Freaks, Natürlich liegt da ein Sturmgewehr. Ein Raketenwerfer. Natürlich, Bruder. Natürlich. Was sind das für Freaks die ganze Zeit? Ah, natürlich, der Kevin sniped auch noch. Ja, geil. Ey, Mann. Einfach hier durchfahren. Durchfahren und einfach alles hier. Natürlich bin ich aus Versehen rausgegangen. Danke. Cool, ich wurde von 4 Leuten mittlerweile angeschossen. Wow. Natürlich, ein Auto, das auch noch in einem schlechteren Zustand ist als... Wo ist jetzt der Bounty? Es gibt keine Bounties mehr in dieser Gegend. Das ist so unfassbar.
Wo? Komm. Okay. Keine Ahnung, was mit dem Typen los war. Junge, ich schwöre. Ich hab... Ich hab mich erschreckt und wieder irgendwas gedrückt und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ja, egal. Zwei Kills, will ich mal nur so angemerkt haben. Ich war einer davon. Ich hasse dich. Ich komme nirgendwo. Oben. Stirb doch endlich! Wo? 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 Ach so, da oben. Hat sich das Ding gerade... haben sich wieder meine Einstellungen zurückgesetzt. Hättest du mal lieber den süßen Schwachsinn sein gelassen. Hetzte. Junge. Junge, es nervt halt echt. Ehrlich. Diese Drecksniper sind halt so overpowered. Ne, weißt du? Da kannst du nicht... Ja. Ich hätte mich einfach das... Ja, ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt geschafft hätte. Ich weiß nicht mal, ob ich das echt geschafft hätte, da wegzukommen.
Komm, mach hin, ey. Weißt du, mein Loadout ist irgendwo da hinten. Wieder mal nicht in der Zone, selbstverständlich. Und dann muss das Spiel mich jetzt hier auch eine Minute warten lassen. So 30 Sekunden, 40 Sekunden, okay. 6,5 Stunden später. Danke. Ja, was soll ich jetzt machen? Ehrlich, was soll ich jetzt machen? Sag mir, Game, was soll ich jetzt machen? Regain ist nicht möglich. 2. Komm, beweg dich. Komm, ich hab die Maske angehabt. Ja, geil. Er macht nichts. Ey. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, es kommt mal so ein richtiges Video, wenn ich beide Varianten frei gespielt habe, um zu entscheiden, welche die bessere ist. Weil ganz ehrlich, diese Variante, die ich habe, das ist so eine auf Nahkampf getrimmte Waffe, ist auch eigentlich eine ganz gute Waffe. Aber ich will erstmal die Erfahrung mit den anderen beiden Waffen machen, bevor wir hier anfangen, richtig auf Gameplays und so zu gehen. Deswegen, ja. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, also bis zum nächsten Video, euer Jace. Ciao!